Hallo Leute, und ich habe gerade einen Screenshot gemacht auf Steam. Also hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Spiel, und zwar Realm of the Mad Godness. Ich muss mal kurz umstellen, und zwar Fullscreen mal kurz an. Das ist eine Art... Wir wissen nicht genau, was es ist. Ist das ein Free-to-Play-Spiel auf jeden Fall auf Steam? Es ist eine MMO-Multi... Es ist ein MMO, ein Hack'n'Slay und ein Pixel-Game. Wohin gehen wir? Also, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder nach Flayer. Okay. Das hört sich fast an wie Freier. Ja, genau. Boah, Alter, es leckt irgendwie voll. Also, dann denkst du, alles, da, ich hab gerade was angegriffen. Ah, nee, das war ein anderer. Okay, oh, ich hab zwei. Danke, Krische. Irgendwo, wo bist du hin? Peng. Hier droppen nach einer Zeit zum Beispiel hier unten, sieht man es, da droppen auch so Quest-Gegner auf. Und die muss man dann halt töten, dann bekommt man auch extra EP, manchmal auch Gegenstände. Ich bin zum Beispiel jetzt schon Level 2, weil ich einfach awesome bin. Auch Level 2, der Bitch. Stirb! Wenn man ein bisschen weiterläuft, rennt er aber noch ein bisschen nach. Ist dir das gerade mal aufgefallen? Komm. Ja, da unten ist ein Giant Crab. Mr. Krabs? Warum müssen wir Mr. Krabs töten? Na, der will nur Geld haben. Ah, ich bin verwirrt, Hilfe! Ich bin tot. Ach, nur, wenn man stirbt, muss man sich übrigens einen neuen Charakter machen. Loading, ja. So, wir sehen. Oh mein Gott, das sind umgekehrte Triforces. Level 3, ha. So. Ich geh nochmal hin, weil eventuell finde ich ja Dummy. Ich bin noch bei dem Krabben-Ding. Ja. Irgendwie die Steuerung, wenn man ein bisschen länger in irgendeine Richtung gedrückt. Ah, oh, ich bin confused. Wenn man ein bisschen länger in irgendeine Richtung gedrückt. Nein, boah, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh, nein. Aber knapp. Es gibt doch ganz Potions, das weißt du. Ich weiß. Besonders oh Gott, man die. Du bist tot. Teleport. Wie benutzt man die? You are not allowed ich hab schon benutzt. Okay, ich hab wieder fast volles Leben. Alter, das sind so viele Sachen. Erstmal snacken. So. Kann nichts davon benutzen. Das eine hat auch ausgesehen wie ein Diamantschmied. Ich schieß Feuerbälle! Eine Frage. Was hältst du von Varo? Ich finde Varo okay, aber ich finde das neues Projekt irgendwie ein bisschen lame. Ja, aber ich finde auch scheiße, dass es. Oh Mann, wenn man eine Zeit lang so lang läuft, dann läuft er da irgendwie nach, wenn man nicht mehr gedrückt hat. Ja, das ist auch ein bisschen nervig, das stimmt schon. Ich finde, es ist jetzt nicht so mein Lieblingsprojekt, ja, aber man muss sich jetzt nicht darüber beschweren, weil die Leute haben sich. Es gibt Leute, die finden das cool, es gibt Leute, die finden was anderes cool, da muss man sich nicht drüber beschweren. Oh, eine Magierrobbe. Was hab ich jetzt? Flame Burst Spell. Das ist das coolste, also ich finde irgendwie Wizard ist die coolste Klasse, weil erstens ist die stärkste Ranger-Klasse, also weit weg, plus extrem starke Angriffe und ja, die Cast-Time ist auch ziemlich gering. Und mit da unten ist ein Hobbit-Mage wieder, bei dem sind wir eben abgekratzt, bei also einem. Yay. Ja, ich hab ihn. Warte, ich glaube, ich habe einen Stuff für dich, kann ich den dir irgendwie geben? Da, ich habe ihn geworfen. Nimm den auf, der ist stärker. Uff. Yay! Geil! Aber, ich hab noch was für Stärker. Moment, ich will das irgendwie rausziehen. Hier, eine Robe für dich. Ah, meine hat 4 Defense. Ja, ich habe auch. Achso, dann haben wir eh dieselbe, okay. Glaube ich jedenfalls. Meine heißt Robe of the Acolyte. Ich habe auch die Acolyte Robe. Ja, aber es sind ja anscheinend jetzt durch die Lags, angeblich durch die Lags, so viele in der ersten Folge gestorben. Und ich kann nicht verstehen, dass die Leute jetzt alle wollen, dass man restartet. Ich meine, in den Regeln steht, dass wer stirbt, halt draußen ist. Und da kann ich nicht verstehen, dass die Leute restarten wollen, manche. Mhm. Also, dass die Zuschauer das wollen. Weil, dann haben sie halt Pech, dann ist der YouTube-Lieblings-YouTuber draußen. Gegner. Pew, pew. Ich schieß grüne Laserstrahlen. Oh, Mann. Der Wizard wird viel zu wenig gedroppt. Am besten entweder für den Roth oder für den Mage. Nicht für den Mage. Für den, ja, yes, der Typ nicht mehr. Der Typ mit dem fetten Krieger. Genau. Warrior? Nein. Ich bin Level 4, ey, Bitch. Quest. Bei mir ist da noch keiner. Übrigens, da oben sind noch so ein paar Stats von mir. Mit FPS, MS, MME und Max. Ich kann ich auch wieder wegklicken. Da ist eine fette Krabbe. Pew! Oh, was ist die geschockt? Ah, ich bin confused. Pirate Cave Portal! Das ist ein Pirate Cave Portal. Sollen wir da mal reingehen? Einfach just for fun. Ich bin vorhin voll krepiert, wie ich das letzte Mal reingegangen bin. Geh mal rein. Na, wahrscheinlich sind da übelst die fetten Boss-Gegner drin und wir sind einfach so übelst die geh mal da oben sind. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ein Schau die Stacks. Da hinten ist ein Quest-Gegner. Komm mit. Komm, hier ist ein Quest-Gegner.
Ach, ich bin in der Palme stecken geblieben. Bist du in der Palme? Er bleibt einfach erstmal im Piraten stecken. Oh, fuck, so tight. Das ist noch nicht mal der Boss. Stell dir mal vor, ja, so tight, dass du einfach festcheckst. Immer vor, es ist rein technisch gesehen möglich, beim Sex stecken zu bleiben. Ich weiß. Wo ich mir einfach nur denke, what the fuck? Ja, cool, ich habe einen neuen Stab bekommen. Was? Ich kille die Monster erlootet, weißt du? Ja, so bin ich auch in Minecraft, so bin ich auch in WoW immer. Ich kenne die ganze Drohne und so. Boah, ich bin niemals mit dir WoW. Boah, Alter, ich hab mal WoW gespielt, ne? Ich hab ja eine Zeit lang WoW gespielt. Echt? Ich bin auch nicht so der WoW. Ja, wie viel? Ja, ich hab eigentlich WoW wegen einem Freund gekauft von mir. Boah, Mann. Ja, aber, ich hab eine Zeit lang WoW gespielt und da war einfach so ein Boss, ne? Da war für mich damals übelst schwer, ich war halt noch Low Level. Und. Echt? Ja, ich schieße also Steine, ich schieße Eiskristalle! Ja, aber ich war Low Level und auf einmal, da war so ein Boss, den musste man beschwören. Und dann konnte man den erst töten, weißt du, ne? Und ich hab da gestanden. Wie warst du eigentlich? Was? Mein stärkstes peinliche Weise gerade Level 60. Ich hatte meinen auf Level 79, da hab ich keinen Bock mehr gehabt. Hab einfach aufgehört zu spielen für ein paar Monate. Ja, ich heute ist mein WoW. Da war das Höchstlevel noch 80 und ich habe auf 79 keinen Bock mehr gehabt. Echt? Ja. Boah, ich glaube, das kommt jetzt bald World of Draenor raus und ich. Ja, da will ich mir dann kaufen und dann fange ich wieder an zu zocken. Das finde ich cool. Ich auch. Vor allem, da soll's ja einfach Orks geben, die so groß sind wie ganze Berge. Ja, es gibt ein Patch, dass die. Oh, hier ist was? Was ist das? Realm Tommy. Portal. Kommst du? Okay. Reingehen, hier gibt's sicher noch ein paar Sachen, die wir erkunden können. Erkunden! Aber ja. Auch, Also, wir können auch noch auf die andere Seite gehen. Also, da war so ein Boss, den musste man beschwören und dann konnte man den erst töten, ne? Ja. Und ich, also, der Boss, ich fand den Boss überhaupt nicht schwer, ne? Ich hab den beschworen. Ja. Und, da war einfach so ein Typ, ich hab den beschworen. Und da kamen wir an, hat den einfach ganz leicht gehittet, bevor ich ihn hitten konnte. Und ja, weil er Aggro auf mich war, musste ich ihn halt töten, weil sonst hätte er mich getötet. Und es dauerte einfach eine halbe Stunde, bis der Boss bis ich den Boss wieder machen konnte. Da hab ich mich so übelst aufgeregt. Ja, also ich glaube, das sind Scheiße. Oder die den Loot klauen. Das ist ja zum Beispiel zum Glück nicht möglich, wenn du halt zuerst hittest. Mhm. Also, kennst du Dragonika? Und du bist gerade in einem Raid drin oder in einem Dungeon. Dann, nun ja, es ist ein bisschen nervig. Boah, ich war einmal mit meinem Bruder, der ist in seiner Gilde. Ich war einmal mit dem Raiden. Die Gegner sind eigentlich gar nicht so schwer. Ist halt so. Naja, aber die Leute, die waren auch ziemlich okay. Und ich bin einfach die ganze Zeit gestorben, weil ich irgendwie der Noob war da noch. Immer noch ein Noob, egal. Das kennt man ja von mir, ich bin da übelst. Ist mittlerweile ganz okay, da ich einfach wie soll ich sagen, Nerd des Milliardens. Aber ne, ohne Witz, ich verliere an MNOs einfach übelst schnell Lust. Ja, echt, du auch. Die längste, die ich spielen konnte, war 79 und war nur, weil ich durchgehend mit meinem Bruder gezockt habe. Ich glaube, wir haben hier soweit alles erkundet, ne? TP die mal zu mir, du musst nur auf meinen Charakter draufklicken und dann TP. Weiß, ich kenn das schon. Los, Reamdwortel! Realm of the Mad God. Oh. Ja, ich glaube, ab Level 10 kommst du an eine neue Klasse bei Wizard. Komm, geh wir da rein. Oh, da, Goblin Mage. Komm. Ah, Goblin Mage, ja. Schnell. Schau, das ist ein brennendes Kaninchen. Ah! Oh mein Gott, what the fuck, das soll ein Kaninchen leuchten? Das ist ja endhässlich. Nein, das war ein Kaninchen, dann wurde es von mir abgefackelt. Und dann hat es begonnen zu brennen. Was? Nein! Forest Maze Portal, cool, enter. Aber ist eh die. Achso, ja. Gehen wir wieder raus, das ist nur so ein Ding. Schau mal, was bietet das? Man kommt ja nicht weg. Warte. Aha, ja. Ich kann durch Wände laufen. Bin ich gut oder bin ich gut?
Stunt, ich brauche hier Rettung. Wände. Hex. Wallhack. Wallhack, du bist du ein Pisser? Ja, du bist ein Pisser. Bin ich ein Pisser? Kommst du mal bitte? Alter, bist du langsam. Nicht stehlen! Oh, dann bist du ein Wichser. Na gut, du verrückst ja sowieso öfters, als ich schon. Das war eh nur ein Heiltrank. Weiß. Ab durch die Mitte. Piu, 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 piu. Das sind so komische Affen, ey. Level up. Oh, scheiße. Schnell, Heiltrank reinballern. Ich bin mir immer sehr unklar, wo ich drauf drücke. Was ist DX Terry? DX Terry? Das ist ein. Nein. Ne, Dex Terry. Was ist Dex Terry? Ach so, das ist Wissen. Ah, was ist besser? Was ist besser, Dextery oder Vitality? Vitality ist deine HP-Anzeige, wie viel du hast, und Dextery macht beim Mage, dass du mehr Stärke machst. Also ist eine Vermutung, ich meine, das ist bei eigentlich so. Ich geb dir mal den Vitality-Ring. Ja. Okay, gib mir. Ich hab auch keinen Ring. Wurden mich beides gedroppt gerade. Okay. Ne, weil Vitality heißt ja einfach mal sowas wie Vitality. Da ist ein Eichhörnchen mit Rüstung, Alter, what the fuck? Boah, einfach, der läuft einfach so lange nach, nachdem man einfach schon getötet hat. Das Ding ist einfach so ein Delay des Todes. Delay-App hier? Boah, ich komm nämlich aus der Ecke raus! Ich bin confused, deswegen vielleicht. Ich bin confused, shit. Auch, ich lauf einfach gerade random. Okay, wenn wieder. Oh, Loot, oh, Mana Trank, ich kann den brauchen. Du meinst einen Heiltrank, oder? Oh, ich bin besser, ey. Achso, hier lang. Ja. Übrigens, ich kann euch ein Anime empfehlen. Ich werde mal kurz den Namen raussuchen. Ich hatte noch vom Handy, übrigens. Aber zuerst darf ich Domi, weil sonst wird er vermutlich sterben. Ja, danke. Hau in meinen Heiltrank rein. Piu, piu, piu. So. Boah, Alter, dieser Delay. Ich hab den Manga übrigens auf meinem Handy. Ich hab nämlich so eine App. Du hast einen Manga auf deinem Handy? Ja, ich habe so eine Manga-Reader-App. Die funktioniert echt gut. Alles komplett kostenlos. Ich glaube irgendwie über 300 oder 400 Mangas. Es ist so nicht jeder komplett vollständig, weil den, den ich jetzt gelesen habe, ist. Oh Gott, da ist der Boss, ich würde zurück. Weil die müssen dir das teilweise erst umschreiben. Warte, mein Mana ist noch nicht ganz voll, warte. Der heißt, wo ist er? Corpse Party Blood Coral. Ich werde mal kurz ein Bild. Eine Frage, Edgy? Hm? Edgy? Oh. Du sollst vielleicht mal helfen? Ja, mach ich doch schon. Ich bin confused. Ich auch. Ist tot. Ich hab keinen Heiltrank. Was? Oh Gott, das Ding hat mich aber übelst schnell gerade gebildet. Ich bin auch tot. Also, ich kann drei Mangas empfehlen. Ida no Aria. Den hab ich auch gerade erst begonnen. Ich bin gerade bei Band 2. Der ist ganz wichtig, aber. Hauptsport, die Coverage Band 3, der ist auch extrem. Also, ich würde euch empfehlen, lest ihn nicht bei Nacht, wenn er nicht irgendwie total die Motherfucker seid, weil das ist. Der ist wirklich schlimm. Da geht es um kleine Kinder, die aufgeschnitten wurden oder die Achilles sind durchgeschnitten worden. Oh, wie heißt der? Ich mag so Mangas. Ich weiß nicht, warum ich mag so Mangas. Ich finde die auch voll cool. Ich meine, die werden so in eine Schule reingeworfen. Das erinnert mich so extrem an Enigma. Enigma ist auch ein guter Anime, Manga. Jedenfalls. Eine Frage, ist einer davon edgy? Was? Ist einer davon edgy? Ja, teils. Also es ist halt auch edgy. Kennst du Heimliche Blicke, den Manga? Nein, den wollte ich mal lesen, aber ich habe in meinem Regal die ersten drei Bände stehen und morgen, weil ja morgen Ostern ist, kriege ich die nächsten beiden, den vierten und fünften. Ich freue mich so bis drauf, die zu lesen, weil ich. Stimmt, ich hätte mir Mangas zu Ostern wünschen sollen. Ich habe euch nichts gewünscht, jetzt bekomme ich irgendwas so. Boah, Paul, das ist ohne Witz, ich fand die ersten drei Bände so übelst genial. Nicht mal unbedingt von dem, was gezeigt wird, sondern auch von der Story. Nehmen wir mal den Roach, keine Ahnung, wie man ausspricht. Nehmen wir den ganz lenken, der Schurken. Essig oder Bandit? Essig. Oder Parasite. Parasite kann ich echt empfehlen, der ist so gut, ich liebe ihn. Sagt mir was, ich kenne ihn nicht. Was? Es sagt mir nichts, aber ich kenne ihn irgendwoher, aber es sagt mir nicht wirklich was. Parasite ist nämlich so, da kommen so Alien-Parasiten auf die Erde und das ist so ein Hauptcharakter. Shinji klettert in den Arm hinein. Der haut dann drauf und so, oh mein Gott, mein Arm, was ist da los? Was so ein Parasit ist, so kommt seine Eltern und meint dann so, ja, ist doch noch ein Traum. Am nächsten Tag hat dieser Wurm seinen kompletten Arm aufgefressen und zieht jetzt aus wie seine Hand. Und dieser Wurm ist ein Alien-Monster. Gib mir einen Djinn. Es sind weniger Leute drin. Nur leckt es weniger. Und dieser Alien-Parasit
Ja. Nein, ich hab so komisch. Ich hab irgendwie so. Ich ja, du hast so schlechtes Internet in letzter Zeit, gell? Ganz komisch. Oh, doch. Quest. Ich lauf einfach direkt zur Quest und lass dich zurück. Oh, der ist mal gar nicht so schwach. Teleport. Lol, man kann sich unsichtbar machen. Tot, cool. Man kann sich einfach unsichtbar machen. Ich weiß, ich finde die Fähigkeit nicht ganz so cool. Nicht ganz so cool. Mann. Weißt du, was ich bei. Ich wollte früher, ich habe das mal bei meinem Kumpel, seinem Bruder gesehen, World of Warcraft. Und da wollte ich immer meinen ersten Charakter ein untoter Schurke. Ich habe keine Ahnung warum. Echt, mein erster Charakter war ein. Nein, aber mein erster Charakter war einfach Blutelfen Paladin. Ja, mein erster Charakter war ein. Bei der Horde ein Krieger. Blutelf, will ich mal. Und mein erster wirklicher Charakter, den ich dann auch irgendwie gespielt habe. Weil ich wollte nämlich unbedingt Treffer XP haben und deshalb habe ich das Spiel dreimal gekauft, bis ich bis endlich rausgefunden habe, Treffer XP. Also ich habe statt WoW irgendwie 15 Euro ausgegeben. Ich habe einen stärkeren Dagger für dich. Habe ich irgendwie 50 Euro ausgegeben. Ich habe einen stärkeren Dagger für dich. Echt? Mit, cool. Ja. Das ist kein Dagger. Das ist ein Dagger. Forcewand. Ja, ah, da. Den habe ich auch. Cool. Alter, wir müssen erst was von Ranger nehmen, Alter. Das Spiel macht eigentlich mal gar nicht so wenig Fun, ne? Findest du es. Ich bin verwirrt, findest du es jetzt witzig oder nicht? Ganz cool. Sag ich mir, es ist irgendwie perfekt, um solche einfach zu reden, wenn man da. Ja, aber, total man muss sich nicht wirklich groß konzentrieren, aber. Man ballert einfach nur auf Gegner drauf und so, oh, mein HP ist in die. Man spammt einfach nur die linke Maustaste. Ja. So unglaublich schwer ist es jetzt auch nicht. Learn to put your finger at the left mouse tasts and kill over. Kill all the snakes and scorpions. Kill all what darum kriecht. Genau. Gutes Englisch. Perfektes Englisch. Exactly perfect English. Was ist das denn? Ist das ein Schleim oder was? Und warum kann hier alles schießen? Kann der Krieger auch schießen? Ja. Alter. Jetzt richtig kurze Pimmelangriffe, die einfach, oh mein Gott, ich hab grad jemanden. Ah, ne, ich hab einen fetten Typen angepimmelt. Ich hab grad verstanden, ich hab einen Summerang. Ich denke. Ah, Alter, komm mal helfen. Ich bin da. Level up! Das ist cool an diesem Spiel, ist, man muss keine Musik hinterlegen, weil einfach das Spiel so dermaßen. Krass. Geile Musik, ey. Ja. Aber ohne Witz, es nervt mich gerade ein bisschen, dass das so einen übelsten Delay hat. Ich kann gerade kaum spielen. Ninja! I'm the Dagger. Ist genau, selber schauen wir trotzdem. Just beat it! Hey, Demona! Hey! Gonna be your hero, baby! Hey, Hobbit Mage! Rennst du von mir vorbei? Ich renn einfach direkt zum Hobbit Mage, denk mir, what? Say the fuck! Hey, what? Du musst teilen. Ich hab nichts geholt, von daher. Ja, renn mal weg. Das wäre aber klug. I'm confused. Ich hab mich gerade gefragt, warum ich mir keinen Dings holen kann. Ah, was mir aber gerade aufgefallen ist, anhand vom Trank, What the fuck ist denn jetzt hier los? Dieser komische. Nein, weg. Ah, Trank. Wie aktiviert man denn einen blöden Hurentrank? Doppelklick. Ja, dass ich öfters gemacht habe, irgendwie hat das nicht funktioniert. Mann, jetzt geh da hin, du Bastard, ey! Scheiß Delay. Also nicht, also nicht Delay EP, sondern der Delay in dem Spiel hier. Ist gerade ein bisschen behindert. Nee. Ich kann einfach nicht mehr richtig laufen, der läuft wohin er will, der Bastard, da. Oh nein, ich bin tot. Könnt ihr hier revive'n? Nee, kann ich nicht. Also warte, geh noch mal rein, sonst wird er verschwendet. Komm ja diesmal ein Archer. Nein, das spielt einfach von mir ein Archer. Ich helfe ganz kurz und dann mit seinem Arm halt ganz viele Monster töten. Das ist echt recht spannend. Er ist gut. Und am Ende... Wieder ein Djinn oder was anderes? Was? Wieder ein Djinn oder Medusa? Ich bin gerade ein Djinn. Okay, dann greife ich auch mal ein Djinn. Also Leute, falls ihr einfach mal Bock habt, irgendwas komplett hirnverbranntes zu tun, einfach mal irgendwas zu spielen, was relativ fun macht, spielt das hier. Das macht ziemlich Spaß. Ja.
Und wenn du mal mit uns sprechen wollt, einfach anfragen. Man braucht auch nicht, ja. Man braucht. Ich bin ab jetzt echt nicht da, so, weil. Ich bin so ziemlich. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber ich habe ab jetzt eigentlich so ziemlich jeden dritten Tag frei. Ich muss eine Prüfung machen, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr in die Schule. Was? Ich muss dieses Jahr Prüfung machen, du ja glaube ich auch oder so. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr in die Schule zu kommen. Das ist cool bei uns. Dummy. Ne? Wie viel bist du in der 5. In der 9. Das war's bei euch, die 4. Dieser komischen Hauptsekunde. Du bist in der 9. oder wie? Ja, ich bin in der 9. Was bei euch die 4. vom 2. ist. Ja, schon klar. Wir können das zurück in Deutsch reden. Ich kann das ohne Probleme reden. Ich bin gerade in der 7. Boah, Alter, wie alt bist du? Mann, dieser Delay, ich laufe seit 3 Jahren in dieselbe Richtung, wo ich nicht mal schon lange was anderes gedrückt habe. Nervt. Du bist in der 5. Ich bin in der 9. Ach ja, dann. Alter, es wird gerade echt schlimm. Ich laufe die ganze Zeit. Fuck, du wärst bei uns in der 5. Oh mein Gott. Ach nee, Moment, das ist die ganze Zeit. Moment. Ich würde nächstes Jahr in die 5. gehen bei euch. Ich bin tot schon wieder. Wegen dem scheiß Delay. Nein, 4 plus 5 ist 9. Ah. Also bei uns ist ja 4 Jahre Volksschule, was bei euch also Grundschule ist. Und danach kommt halt 8 Jahre lang Gymnasium oder 4 Jahre Mittelschule und ich bin halt in einem Gymnasium. Ich bin und Gesamtschule, sowas. Weißt du, was bei uns ist? Bei uns, ich bin tot? Ja, wegen dem Dealer. Ich bin die ganze Zeit in dieselbe Richtung gelandet. Around. Ich geh mal wieder in Flayer. Aber dann sind wir nicht mehr zusammen. Dann stirb einfach. Oder in Orge, weil das sich so ähnlich anhört wie Orgie. Okay, ich komm dann gleich. Ich ja, aber Alter, ohne Witz, jetzt mal. Ein Warrior, der einfach Fernkampf macht. Welcher Warrior? Hier ist ein Night Level 20, ich chill mir ein bisschen bei dem. Hä? Hier ist ein Night Level 20, ich chill mir ein bisschen bei dem. Ja, du sollst sterben. Nee. So richtig, also der stirbt ordentlich. Nein, weil ich Level 10 bin, kriege ich eine neue Warrior-Klasse. Roth-Klasse. Nein, nicht Roth. Roth heißt ganz hart. Oh, zu hart. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Kennst du es, wenn irgendwas brabbelst und du vergisst, was du sagen wolltest? Ja. Ganz gut. Oh, ich hol mir gleich wieder einen Wizard, ey, ohne Witz. Ja. Oh, dieser Delay, ich lauf die ganze Zeit. Ich hab schon seit locker einer Minute nicht mehr gedrückt gehabt und bin einfach weitergelaufen. Einfach weiter mit dem Bein in der Hand. Ja, XP. Ach ja, bei uns gibt's ja, also in der Schule, wo ich bin, kann man, wenn man super schlecht ist, den Hauptschulabschluss machen. Hauptschule! Wenn man dann ein bisschen besser ist, kann man den HSA Plus machen, das ist ein Hauptschulabschluss Plus, wo man dann sich qualifiziert, auf eine andere Schule zu gehen. Sonst darf man das nicht. Aha, das ist bei uns ab der 5. Wenn du die 5. geschafft hast. Das kann man dann machen. Da kann man auf eine andere Schule den mittlere Reife machen. Oder ich kann jetzt weiter auf der Schule bleiben, wenn meine Noten gut genug wären, was sie wären, wenn ich nicht zu faul wäre und mal ab und zu meine Hausaufgaben machen würde. Okay, genau, ich mach seit Weihnachten keine Wies mehr. Ich mach die eigentlich nicht, ich hab die früher nie gemacht. Ich musste 3 Jahre in der Schule allein, 3 Jahre allein sitzen und ein Jahr komplettes Jahr nachsitzen, donnerstags. Wenn man das macht, dann kann man noch weiter Abitur machen auf der Schule. Aber ich mach jetzt mal. Ihr habt insgesamt 13 Jahre Schule, oder? Ja, also wir können nach 9 Jahren können wir machen, was wir wollen eigentlich, aber wir können auch länger in die Schule gehen. Aha, bei uns ist es auch nach 9 Jahren, kannst du machen, was du willst. Gut. Ich mache aber den HSA Plus und mache dann auf einer anderen Schule mein MBA, würde dann von da aus mein Fachabi machen, also das ist sowas wie Abitur, bloß halt ein bisschen schlechter, mit einer Fachrichtung. Und danach eventuell studieren. Bei uns ist es ja so, du gehst 4 Jahre in die Volksschule, danach kannst du keinem entscheiden. Also dann kriegst du von deiner Lehrerin, falls du genug Noten hast, kriegst du die Bescheinigung, dass du auf ein Gymnasium darfst. Oder wenn du das halt nicht bekommst, musst du halt auf eine Mittelschule gehen. Und um ehrlich zu sein, in der Mittelschule sind eigentlich fast nur Asis. Abgesehen, das sind einfach jetzt Leute, die einfach nicht gut... Du denkst, ich bin ein Asi? Nein, wieso? Du bist doch in der Gesamtschule. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Ich glaube, gehen wirklich einfach eigentlich fast nur so... Sorry, ich will jetzt nicht rassistisch klingen, da geht fast nur so Türkenjob, ey Baller, ich hab die Frau weggebankt und so und danach schießt Döner, Alter, und so halt nur so. Und die sind teilweise in der, bei euch wäre das die 6. Wir haben die Leute so und die meinen das wirklich ernst. Wir haben einen, das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber ich glaube, so Leute sind wirklich die Macher von Vorurteilen, ja.
Wir haben einen Türken bei uns in der Schule. Der ist erstmal. Der ist in der dritten Klasse, also in der Grundschule, sitzen geblieben. Ja, das muss man hinkriegen erstmal. Das ist ziemlich schwer, eigentlich fast unmöglich. Ja, bei uns sind die echt auch fast dauernd durchgeflogen. Ja, dann, er hat sich jetzt vor kurzem genau dieselbe, der sieht aus wie Haftbefehl, ohne Witz. Das ist ein großes Vorbild. Ja, glaube ich auch. Haft, der hat kein Schulabschluss. Was da Schule? Haftbefehl hat auch. Ich habe letztens so ein Bild gesehen, ne, so ein alter Rapper, da stand drunter Oldschool, so ein neuer Rapper, da, also schwarze, da stand drunter New School und einfach Haftbefehl und drunter stand Pop School. Da habe ich totgelacht erstmal. Also bei uns ist halt dann, Champagne-Slug, also bei uns ist halt so nach den 4 Jahren Volksschule, kannst du eigentlich, kommst entweder in die Mittelschule oder in die Gymnasium. Gymnasium gehen meistens eher nur intelligentere Menschen hin. Ich will nicht sagen, dass ich intelligenter bin als die meisten Menschen, ich will eher sagen, ich bin faul als ich bin eigentlich so, nein, ich bin eigentlich ohne Witz, ultra faul. Hätte ich auch mal nur... Ich bin sogar ziemlich intelligent, aber ich bin einfach viel zu faul, um irgendwas zu machen. Mein Lehrer hat so es getroffen. Ich wäre ziemlich intelligent, hätte ein ziemlich mathematisches Verständnis für alles. Ja, geht mir genauso. Ich wäre bloß faul wie Mist. Das ist aber auch so. Ja, wirklich jetzt. Ich meine, ich war in der Volksschule. Ich habe immer alles. Ich habe alles ganz brav gelernt. Erste, zweite auch noch. Ich habe immer eins geschrieben. Jetzt bin ich gerade mal so. Nee, ich bin jetzt gerade in der dritten Klasse. Ist mal ohne Witz. Ich lerne nichts mehr mit. Ich bin einfach alles scheißegal. Ich schreibe 4 und 5er. Ich habe die ersten 4 Jahre nie auch nur einen Moment auch gelernt. Deutsch? Na gut, Deutsch, da hätte ich wirklich lernen müssen, mal, weil Deutsch bin ich wirklich nicht gut. Ich auch, ganz kurz, was das Beste ist, ich lerne sau viel. Ich schreibe eine 4 oder eine 5. Ich lerne gar nicht, ich schreibe 1 und 2. Say what? Mir aber auch so, das ist. Das war heute irgendwie so, ich hab nicht. Ja, aber hätte ich mich auch nur. Gelernt. Ich habe nichts gelernt und schreibe 2. Hätte ich mich auch nur all die Jahre auch nur ein ganz klein bisschen angestrengt, wäre locker auf dem Gymnasium. Und würde auch gute Noten schreiben, wenn ich mich auch nur ein bisschen angestrengt hätte. Und dafür könnte ich mich mittlerweile einfach mal selbst in den Arsch treten, den Kopf abreißen und reinscheißen. Weil ich einfach die ganze Zeit nichts gemacht habe. Ohne Witz, hätte ich auch nur ein bisschen was gemacht, dann hätte ich super gute Chancen in allem. Und auch mit YouTube und allem bin ich super faul. Ich nehme nicht aus Zeitgründen, lade ich nichts hoch, sondern einfach, weil ich zu faul bin. Ich sitze dann vom Rechner, bin gerade an YouTube dran und denke mir so, lädst du jetzt was hoch? Nee, kein Bock. Nee, bei mir ist es eher so, weil zum Beispiel jetzt Pokémon, übrigens, Pokémon startet bald. Ich habe das gerade kurz wieder runtergenommen, weil ich werde die Parts mal kurz ein bisschen anders schneiden müssen, weil ich krieg bald von einem Freund einen cooleren Rand, als diese komischen Bilder und deswegen, ja. Also bald kommt dann wieder Pokémon, ich werde es mal neu hochladen, weil ich krieg dann bald einen coolen Rand. Yay! Ich versuche jetzt auch langsam mich mal anzustrengen, weil das kann nicht so weitergehen, wie ist langweilig, ich sitze vorm PC, ich könnte so hochladen, ohne Probleme. Ich mache es einfach nicht, ich habe keine Ahnung warum. Bei mir ist es eher so, ich habe zum Beispiel jetzt bei Pokémon, ich brauche teilweise 5-6 Stunden, bis ich mal ein Part richtig geschnitten habe. Ich brauche 2,5-3 Stunden. Ich muss ja nicht mal rendern. Ja, das ist ja das Coole bei mir, ich muss ja nicht mal rendern. Ich habe einfach keinen Bock auf Hochladen, ich weiß nicht warum. Ja, ich habe mal eine Frage, kannst du mit OPS einfach alles aufnehmen? Ja, außer Fenster, außer, also ich schon, bis auf Monitoraufnahmen. Gilt nicht mit Windows 7. Echt? Bei mir geht das irgendwie gar nicht. Ich kann genau Videoaufnahmen geben, Videospielaufnahmen nehmen. Und so wie Dismo mehr, also so ein Emulator. Sonst das ist teilweise aber auch, das ist bei meinem Kumpel auch von mir auch so. Der kann einfach nichts mit OPS aufnehmen. Ich kann genau solche Spiele wie jetzt zum Beispiel jetzt Minecraft. Das hängt auch nicht damit zusammen, ob der PC gut ist oder schlecht, sondern es gibt einfach OPS kann sich mit manchen Computern einfach nicht vertragen. Ich weiß nicht warum. Denkt sich dann. Ich kann genau Videoaufnahmen machen. Also von wirklichen Spielen, sowas wie jetzt Minecraft oder irgendwas aus. Aber solche Emulatoren oder. Also nee, Emulator gehen bei mir auch. Also. Ich kann sowas nicht ab. Ich hab letztens für 5 Minuten. Ich spiele übelst viel die alten Zeldas, ne? Und ich hab Link to the Past habe ich einfach mal komplett. Ich hab alles, muss nur noch den letzten Tempel machen. Angefangen, den letzten Tempel aufzunehmen, bin so übelst oft gestorben. Das hat schon 30 Minuten aufgenommen. Ich war immer noch auf der ersten Ebene. Da dachte ich mir so, okay, ja, ich nehme auf, wenn ich beim Endboss bin. Ich habe eine Frage. Let's Playst du gerade Zelda? Nein, ich Let's Play nicht, aber ich wollte es so als Abonnenten-Special machen. Also ich hab jetzt 24 Abonnenten. Und da einfach mal so. Welche Klasse bist du gerade? Ich bin ein Warrior.
Level 3. Ich nehme mal Archer. Ich komm mal, du bist auf, wo bist du? Borgien oder so? Ogre. 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 Alter, der Typ macht mir einfach keinen Schaden oder trifft er mich nicht? Ogre, 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 locker easy. Oh, das klingt, das sieht ja wirklich aus wie Orgie. Ja, deswegen habe ich es auch geholt. Ohne Witz, entweder treffen mich die Viecher nicht oder die machen irgendwie kaum Schaden. Mein Gott, Teleport 2. Vorsicht, ich bin gerade mitten im Fechten, du könntest leicht sterben. Ich bin tot. Fast. Bang, bang, bang. Alter. Oh, dieser Delay. Oh, Mann. Was das für ein fetter Klops? Das ist tot. Level up. Boah, Alter, ohne Witz. Bitte hauen die irgendwann mal ein Update raus, dass das mal besser geht. Du siehst einfach genauso aus wie die Gegner. Der einzige Unterschied zwischen dir und den Gegnern ist, dass bei dir ein Name drunter steht mit dem Sternchen. Ich will mal eins kurz betonen. Weißt du, wie man. Okay, Simon WhatsApp schaut das sicher nicht, aber. Willst du wissen, wie er heißt? Was? Komm, hol die Patsche raus. Ich bin Dominanzsklave. Ich hab dich vorher das vorher nicht verstanden. Also. Weißt du, wie man WhatsApp-Status ist? Komm, hol die Peitsche raus. Ich spiele einen Dominanz-Sklave. Ja, genau. Ja, und da wollten immer alle meine Dominanz. Sag mal, wie spawnt der Bastard die ganze Zeit wieder? Oder bin ich einfach nur gerade so ein bisschen behindert? Ich glaube, es ein bisschen von beidem, ne? Ich glaube, ein bisschen von beidem. Ich glaube, der teleportiert sich weg. Der Pizza. Bei Speed. Bei Vitality. Herzspeed genommen. Wir hatten letztens so ein Vortrag über, ja, Drogen sind schlecht und so. Und was man da alternativ machen kann, ich so, ja, ich esse Pillen, aber ich habe ein Problem. Nimm keine Drogen, schnüffelt Kleber. Alter. Das Beste ist, ich heiße ja nicht mehr Pillen, aber. Du musst aber so irgend so einen random Namen nehmen, den du gar nicht hast. Und dann einfach so sagen, hast du so und so und so, ich hab ein Problem. Ja, was ist dein Problem? Kennst du, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Alter, bei mir backen die Tränke gerade rum, ich kann keine Tränke mehr holen. Es macht sehr viel Spaß, wenn irgendwelche so, ja, weißt du, dann musst du das und das machen, das ist voll gefährlich und so. Ja, aber ohne Witz, bei mir, also ein Kumpel, ich bin letzte Zeit öfters mit Kumpeln rausgegangen, wir sind halt auch nach Losheim gefahren, ist ein Dorf bei uns in der Nähe. Du rauchst! Oh mein Gott, ich werde es deiner Mutter erzählen! Nee, und die sagten so, der eine so aus Spaß, ja komm, wir rufen mal bei Kummerkasten an, kennst du das? Ja, sicher. Ja, und wir haben da einfach angerufen und ich war so am Telefon und ich so... Die Frau, also derjenige, der dran war, hallo, was ist denn los? Ich so, guten Tag, ich bin der Adi. Meine Freunde haben sich einfach übelst kaputt gelacht, ich habe auch schon angefangen zu lachen. Einfach so riesigen Scheiß und sagt, ja, in meiner Klasse ist ein Mädchen, ist ziemlich süß und ich stehe ein bisschen auf sie. Eigentlich ist das Problem, sie ist Jürgen. Du was? Das einzige ist das Problem, sie ist Jürgen. Der Typ so, okay. Ja, ich bin ein Armer und so. Ganz kurz, meine Freundin nennt mich so, ja, ich sag so, ich habe eine Frage, bin ich eigentlich ein bisschen schizophren und sie. Nein, du bist nicht schon zu fehlen, du bist so crazy, other. Cool. Danke. Früher war ich schizophren, heute sind wir okay. Das war nicht witzig. Ich hab keine Mana mehr. Nein! In letzter Zeit rede ich manchmal mit meinem Gehirn. Kenn ich. Und ihr willst, ich für ganz. Mann, ich lauf in die andere Richtung, du Bastard Warrior! Mann, ich in die Richtung, die andere! Hinter dir! Sag mal, bin ich gerade ferngesteuert oder was ist hier los? Lauf doch nicht gegen den Stein, du Bastard! Ohne Witz, ich drück nichts mehr, der läuft einfach. Ich bin jetzt ein Priester. Ich stets, Mann, ey, warum macht der das denn? Ich wurde... Domi, schau mal her. Ich wurde in dein Kleid gesteckt. Ich bin tot? Da sind ja übelst viele Gegner, ja? Ich sterb nur nicht, weil ich gerade ein bisschen OP bin. Und... Irgendwie treffen die mich auch nicht, weil ich meinen Charakter einfach random in irgendeine Richtung lade, die ich nicht mal drücke. Ich drücke gerade. Bin zu dir gespawnt und war tot. Weißt du, ich drücke gerade gar nichts mehr und der läuft und schießt einfach noch. Alter, ich mir denke. Das Soundtrack von dem Spiel, das ist so geil. Oh, ich gehe nachher sowas von dem Spiel. Alter, der ist so scheiße laut, deswegen ich ihn leiser drehen musste. Ich hab das urleise gedreht, Alter.
Ich auch, das ist bei mir auf 5% und ich höre es einfach noch übel. Dummy, wo bist du? Ich laufe hier gerade rum, aber irgendwie, ich kann nicht mal steuern, wohin. Ich treffe mal gar nichts mehr. Mal wieder. Ja, ich... Nein, oder... Oh, Mann. Nein, aber ich kann nicht sterben. Ich bin der Boss, aber... Stirb, du ekelhafter Bastard. So. Oh Gott, der Delay. Ich kann einfach nichts mehr machen. Swalax. Lauf hoch, lauf hoch, lauf hoch. Lauf irgendwie von diesen scheiß Kremlin-Viechern weg, aber mach irgendetwas. Danke. Mann, oh, jetzt spawnt die Witch direkt unter mir, ey. Ja, genau, noch ein Goblin, noch ein Hobbit King. Und was weiß ich, was da noch. Dobby, ja, was? Ein Feuersalamander? Nein, ich bleib nicht stehen, dann kriegen mich die Viecher, ich bin fast tot. Ah, Mann, wo kommen diese scheiß Echsen her? The fuck, wo bist du? Keine Ahnung, irgendwo. Ich tippe mal im Stair. Woo! So, erst ein bisschen. Ich drück doch gar nichts, warum machst du was? Fick deine Mutter! Oh, gerne bitte. Boah, was ist das denn gerade für ein ätzender Delay? Weißt du, jetzt wo keine Gegner mehr da sind, jetzt geht's! Weißt du, schon bin ich wieder bei den Gegnern, weißt du, passiert nichts mehr. Ja, komm, fick dich! Deine Mutter! Was geht ab? Deine Mutter! Ja, gleich, ich bin gleich tot wahrscheinlich. Hier sind aber gerade so übelst viele Gegner. Ich hab mal eine Frage. Wollen wir nicht langsam den Part beenden? Also ein Part, das ist einfach ein Laber-Video. Okay. Entschuldigung dafür, dass lange nichts kam. Bla. Übrigens, können wir eventuell bald wieder, ich hab dich zwar schon mal gefragt, aber du hast noch keine Antwort gegeben, Skyblock wieder aufnehmen, weil das wurde sich bei mir so ein bisschen gewünscht. Können wir wieder machen. Ich werde einfach von fast allen Gegnern der Karte verfolgt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das kenne ich leider nicht. Ping, 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 und ich töte ping, ping, sie einfach alle. Bitch, ich bin der beste Mann auf der Welt. Sorry, falls ich ein bisschen übersteuere und ein bisschen übertreibe, aber egal. Geht mir gerade genauso. Ich hoffe, ich übersteuere nicht die ganze Zeit. Kann ich irgendwie den Körper von denen looten? Nee, das geht nicht. Das wäre zu cool. Swarm. Warum kann man eigentlich nicht die Leute looten, die tot sind? Weil nicht alle Gegenstände haben, die sind manche davon sind auch arm, das musst du verstehen. Einfach so richtig asozial, manche davon. Es gibt auch arme Menschen auf dieser Welt, noch nicht gewusst. Nein, hab ich noch. Was heißt dieses arm? Das habe ich doch noch nie gehört, was soll das heißen? Moment mal, Graphics, Fullscreen, alles hinsetzen. Dieser scheiß Flottenschwarm oder was auch immer. Oh, du scheiß Schwarm, jetzt komm hier hin und. Ah, deine Mutter! Boah, lass mich wenigstens Ruhe, wenn du mich von mir töten lassen willst. Ich werd grad von Fliegen verfolgt. Alter, wie behindert sieht das denn bitte aus? Es gibt eine Petition, dass Justin Bieber aus Amerika ausgewiesen werden soll. Ich hab sie unterschrieben. Wo kann man die unterschreiben? Ich weiß, es können. Ich weiß. Aua, aua. Ich komm gar nicht aus. Ich bin gerade irgendwie nicht aus. Ich bin gerade irgendwie nicht aus dem Menü rausgekommen. Das hat mich so für einen kurzen Moment geschockt. Bandit Leader. Oh, singt der Leader für Bandits. Ja, lauf, lauf. Komm, wir machen jetzt auch mal Let's la la la. Ich teleportier dich mal bitte zu mir, damit ich hier looten kann. Was? Teleportier dich mal bitte zu mir, damit ich hier looten kann. Mich? Ja, danke. Oh Mann, die habe ich schon, die Sachen. Ja, ich bin so gut wie tot. Danke. Ich bin so gut wie tot, danke. Das sieht voll cool aus. Ey, bitte schützt mich. Kann ich nicht, ich bin weak. Du bist ein Wichser, das bist du! Hey, ich weiß. Hey. Ja, das reicht. Ich muss einen einzelnen Gegner finden. Ich bin tot. Ich sterbe auch die ganze Zeit, Alter. Died at level 2. Boah, Alter, die Gegner, die werden hier übelst stark. Fickt euch, geht weg. Deine Mutter. Ich nehme mal wieder rauf.
Nee, das sind so viele Leute. Archer. Anlage Level 5. Ich will Robin Hood. Ich will Robin Hood. Juggernaut. Classic. So geil. Oh, bitte, hab keinen Orgasmus, nee. Das finde ich nicht so geil, oder Wechsel. Hallo, Parkour. Was geht ab? Deine Mutter? Woo! Interaktiv. Switch Steps, das gibt die nächste. Na, du sollst zu den Wichsern da gehen! Okay. Voll die geile Mucke! Danke, und was hat der so? Oh, Longsword, geil, big! Cool. Und kurz auf K, ganz kurz, bitte kurz. Achso, ist das ein 0? Ah, das ist ein 0. Ich gebe es mal auf E. Damit. Okay, continue. Also. E. Aha. Da braucht man viel zu viel Geld. Ich kauf mir Geld! Also warum sollten wir sowas tun? Warum hat der Dummy mich verlassen? Ich war weiter in der Arsch. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Wieso? Ich war die ganze Zeit das Telefon klingeln, aber es hat nicht geklingelt. Was ist das? Confirm Purchase? Boah, mein Headset hat einen Wackelkontakt. Ich will auch ein Ei haben. Das ist cool. Ich will dieses Pinke haben. Was? Die kosten alle viel zu viel. Man kann hier so Monster Eggs kaufen für irgendwie 600 Gold und so. Das, Alter, die kosten ja alle viel zu viel. Boah, Alter, man hat sich dort immer gerade ein bisschen Wackelkontakt. Scheiß drauf. Und es nervt zwar heftig, aber egal. Was ist das hier? Ich habe auch keinen fetten Delay. Mein Delay ist eigentlich vorbei. Delay hat sich verzogen. Badumtsch. Two left. Nichts für 35 Gold, ey. Was zum Fick ist das? Doomzirk. Sorry. Welches Level bist du? Fragen darf. Ich? Level 0. Ach, geil. Ich geh mal zum Nexus wieder. So, ich komm mal zu dir. Das ist keine gute Idee. Ich stehe hier gerade mitten im Pfeilhagel und bin selber halb tot. Ich meine, ich komme gerade in Ork. Was ist Wisdom? Orgie. Ich glaube, ich mache irgendwann mal einen Stream. Nimmst du Finger deine Kopf und mache Peng, 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 Peng. Kennst du eigentlich Randzocks, Acker? Ich muss kurz auf K, denn denn das Telefon klingelt. Bis gleich. Das ist kurz an dem Voll hinten, ey. Komm her, du Knecht meines Schwertes. Ey, Junge, voll die geile Beleidigung. Das wäre super schnell. Ich mag diesen Move irgendwie. Der haut irgendwie voll Speed und so rein. Peng. Ich glaube an den Helm. Puh. Einstecken und jetzt laufen! Oder da? Mega Level Up! Des Todes! Deine Mutter hat gerade angerufen und fragt, was ich von McDonald's will. Bei uns gab's gerade McDonald's. Bei mir gab's gerade McDonald's. Nee, hier so viele Traus. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Ich krieg grad kein Vieh an die Viren. Alter, Dead Lag! Forest, Maze Portal. Ich weiß nicht, ob ich da allein parke auf 6. Kommst du zu mir? Ich versuch mal. Nein, das Spiel ist. Ich bin grad nicht in. Ich bin grad bei keinem Gegner. Ich hab grad meinen letzten Gegner getötet. Ist mir relativ egal. Ich kann mich nicht so deportieren, weil das Spiel gerade irgendwie hängt. Cool. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Warum das? Ich mach einfach mal weiter auf. Ja, ich musste nur kurz Spiel und so neu starten.
Falls ihr euch fragt, was da im Hintergrund gerade knistert bei mir, ich mach gerade Klebeband von meinem Headset ab, das habe ich mich dran gemacht, damit das nicht mehr so Wackelkontakt hat, also das hat sich gerade ein bisschen gelöst. Und dass es nicht mehr so Wackelkontakt hat, TK. Brauch echt bald neue, oder? So, am End, but not in this audio client. Mein OBS hat sich gerade geschlossen, the fuck. Open. Er lebt live wie Secret Games sein Open Broadcast öffnet. Open Broadcaster. Das Spiel kann man bestimmt super gut streamen, Alter. So ein Scheiß, nicht dein Ernst. Hä? Er hat gerade nicht mehr eine Audiospur aufgenommen. Oh. Das ist natürlich immer gut. Ja. Oh, ich nehme eine Dreiviertelstunde auf und dann hat er nicht die Audiospur aufgenommen. Oh. Armes Pauli. Armes, dummes, hässliches Pauli. Warte. Ich bin gerade mein Headset am Richten. Was schlägst du mich dann? Schieß mich ab. Okay, zum Glück hat er die Audiospur doch aufgenommen. Ja! Oh ja, jetzt bin ich so glücklich. Ich werde das übrigens ganz hochladen, das wird ein Entschuldigungsvideo. Gut, dass ich das jetzt sage. Geht mir genauso. Diese Musik im Hintergrund ist auch so geil. Tommy, was haltest du von dieser wunderschönen Musik? Er kann fliegen und er hilft den Leuten und er kann fliegen. Ich stimme dir genauso zu. So, mein letztes Zeit ist... Ich stelle mir vor, die nimmt einfach die, den Wackelkontakt vom Headset auch auf. Vom Broadcaster. Aber nur so auf einer Seite. Fick. Was bist da ist ein riesiges Vieh, das schläft. Was bist du? Mich angreifen? Ja! Oh mein Gott! Da kommt ganz viele. Das ist ein Sumo-Ringer! Hey! Plus 40 Maximum HP, Alter, der ist awesome, der Ring. Mal Wichser. Ganz der Pokémon. Ey! Ich hab für dich drei Ringe, wenn du ankommst. Und eine Rüstung. The fuck? Bei mir öffnet sich immer dieses scheiß Fenster da, aber ich kann es irgendwie nichts machen. Oh mein Gott, brennender Hase, brennender Hase, brennender Hase. Fuck. Bei mir öffnet sich immer dieses komische Beginner-Dings da. Dieses. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist ein Fenster da. Es öffnet sich irgendwie die ganze Zeit. Und das Dumme dabei ist, es ist so da, dass ich es dann nicht machen kann. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber egal. Naja, wenn du ganz am Anfang reingehst, öffnet sich ja einmal so ein Fenster. Und bei was mir war das Kaufen. Ja, das war bei mir so vorbei. Drück auf Buy und dann auf das X bei diesem Steam-Dings. Wenn du nicht genug Steam-Guthaben hast, dann sollte es gehen. Ich werde gerade von den Tieren des Waldes werde ich gemacht. Was soll ich Scheiße? Scheiß Kaninchen. Biber und Co. wollen mich töten. Die Biber ist doch die Bock, die Wartung heraufbeschwören. Die Folge habe ich in 5 gesehen. Was? Glaube ich jedenfalls. Ich war jedenfalls sehr jung. The fuck, das Spiel hängt bei mir gerade.
So. Was hast du mit 5 gesehen? Hey Leute, willkommen zurück, da bin ich. Irgendwie ist das Spiel bei mir dauernd abgeschmiert gerade. Bei mir habt ihr alles live. Und in HD. Was? Bei mir habt ihr alles live und in HD. Ja. Ja, wir haben gerade schon 45 Minuten aufgenommen, übrigens. Muss angemerkt, also ich habe schon 45 Minuten. Übrigens, du hast mir schon gesagt, das ist eine Entschuldigung, das hat der halt nicht gehört, weil ich halt eine Aufnahmepause machen musste. Mindestens mal von mir, dass ich so lange nicht aufgenommen habe. Naja, am Ende ist mein Spiel gerade ein bisschen rumgebackt, habt ihr doch gesehen. Aber jetzt bin ich wieder voll drin. Mit meinem Charakter. Boah, Drache, Drache! Drache? Ja, Drache, als Boss. Schnell, ich muss aus diesem Ding hier raus, um mich zu dir TP'en. Da kriegt man sich hier fett viel MP. Tschüss, ihr Penner, Deadlegs. Ich hab gar nicht Fettlegs in diesem Spiel. Oh Gott, da kommen wieder so viele Sachen, ich glaube, ich sterb gleich. Rückzug. Ich bin auch so gut wie tot. Mami, wo bist du? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot! Das ist sowas von. Hast du dich bei mich tippet? König verfolgt. Hast du dich bei mich tippet? Ja. Ja, ist doch klar, dass du stirbst. Ich bin bei den Gegnern, die mittlerweile mich sogar zerficken können. Und ich bin Stufe 7. Und hab relativ gutes Equip. Ich werde verfolgt. Vor allem, nicht mal die Stärke der Gegner ist jetzt gerade so stark, ist jetzt gerade so schlimm bei mir, sondern einfach die Masse. Die Masse macht, dass es leckt und macht mir übelst viel Schaden. Ja, das stimmt aber wirklich. Alter, ich krieg 10 XP für einen Gegner. Ei oder so. So, tschüss. Ich bin so gut wie tot. Ah, geht weg! Welche Klasse bist denn du? Ich bin auch Warrior. Ich bin auch Warrior. Ja, komm mal zu mir, ich hab relativ gutes Equip. Okay, Moment. Ich muss nur gerade irgendwie versuchen zu sterben. Ich bin auch gerade extra bei. Diese Pisser! So, gib mir Loot! Cool. Das ist einfach scheiße, das hab ich gerade drauf gelassen. Ich glaub, mach hier wieder scheiße. Und, was willst du? Speed, Wisdom oder Vitality? Speed, Wisdom oder Vitality? Ich will Speed. Liegt da, irgendwo. Der scheiß Krabbe, jetzt fick dich mit Sterben. Ich hab Speed, ja. Sollen wir versuchen, den Drachen zu legen? Wo ist der Drache? Ich hab den nämlich nicht abgeklopft. Oh, das Spiel ist zu geil. Hat wirklich viel Spaß. Power Mode an. Ah nein, die Tiere des Waldes. Oh, da ist der Drache. Jetzt sehe ich ihn auch. Los, der Drache ist eigentlich noch ziemlich stark. Ja, lass mal die Tiere des Waldes wecken. Bisschen ins Knie. Hart in den Arsch ohne Kleidgel. Das tut sicher weh. Oh, helf Porsche rein. Ah, look at that legs. Ich hab 0 FPS irgendwie. Bei mir lags gerade gar nicht so stark, aber ich hab den übelsten Delay. Bei mir gerade beides, Lags plus Delay. Nein, ich bin gestorben, obwohl ich die ganze Zeit auf den Trank geklickt hab, wie ein Verrückter. Oh, ich war Level 7, aber das macht Fun. Ich bin echt cool. Es macht richtig Spaß, das kann man übelst Freaking gut. Freaking Dragon, ah! Kann man bestimmt übelst gut, streamen. Ja. Gib mir aber genauso. Schau mal, wie deine Wizard. Okay. Die pickt dann einfach zu mir. Ja. Wenigstens sterben wir dann zusammen. Die Frage ist, wie tippt man sich jetzt genau zu jemandem, der nicht in der Nähe ist? Hast du mich eh fixiert? Ja, gelockt habe ich dich. Du stehst aber nicht bei mir unten drin, aber. Bist du überhaupt im richtigen Ding drinnen? Warte, auf welchem muss man. Welchem haben wir denn? Orgi. Orgi, ja. Weißt du, ich klinge Orgi. Oh, da sind jetzt aber übelst die OP-Viecher, die kann ich doch. Okay, komm mal kurz mit, jetzt kurz. Ich muss mich kurz was einstellen. Was Level bist denn du?
4. Schnell, Hotkey. Wo ist das? Um, nichts holen. Angeben. Autofire. Hätte ich gerade auf P. Ich habe Autofire angemacht. Woo! Warte, das mach ich auch. Rapid Fire! Lol, warum muss ich, warum ist denn dazu. Autofire, Autofire. Bitch, selbst ist. Plus Inventory, bla bla. Willst du einen Vitalitätsring? Ich hab plus 40 MP so gesehen. Magic Potion. Wo zum Fick bist du? Ich bin irgendwie gerade wieder weggegangen. Ah, du bist tot, irgendwie. Nein, ich bin nicht tot, aber ich bin weggegangen einfach. Lol, bist du wieder zurück im Ding? Ja. Im Next. Ah, ja, wo macht man denn, wo macht man denn I. Auto? I ist Rapid Fire. Mit dem Ding. Das kann ja gar nichts. Boah, Katze, auf zu nerven da draußen! Deine Fresse! Katze! Eine Katze. Ey! Ich hab dir nichts getan. Nicht du, die scheiß Katze. Ich bin tot! Ich gebe dir dann Orgi. Ich bin tot, so gesehen. Trotzdem wieder ein Orgi. Was für ein Klasse hast du? Wizard. Okay, nehm ich auch mal wieder Wizard. Wing, 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 Wizard King. Wing, 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 Wizard King. I got this feeling. How wow, das Feeling. Übrigens mag ich das Banana Phone nicht. Das ist voll doof. Oh, Kimberly hat mir die Fresse schmissi, Hund, aus! Ganz kurz! Hund! Das war's dann. Halt die Fresse, bitte, kurz! Ich mach's ganz kurz den Hund raus, das warte kurz. Domino der Hund! Trans ist mal wild! Okay. Bisschen ruhiger ist. So, das war's für mich für diese Aufnahme. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.